Es ist noch keine Mittagsruhe, Kinder. Und der Hund will raus. Aber ich kann sie nicht sehen. Hallo, Jeko. Da ist der Jeko. Der Lümmelchen geht. Er ist ausgezogen. Hallo, ihr lieben hübschen Leute. Ich habe gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten. Was möchtet ihr gerne hören? Die guten Nachrichten, ich habe wieder angefangen zu singen. Sehr gute Nachrichten. Ich höre Musik. Schlechte Nachrichten. Es gibt viele Lügen und Betrüge. Lügen und Intrigen gibt es. Viele, viele. Ob in der Arbeitswelt, in der Internetwelt, in der Fernsehwelt, in der Medienwelt oder sonst wo. Ich sage mal, jeder seines und tut das, was euch gut tut und was euch anspricht. Alles andere kann ich auch kaum noch helfen, wenn ihr euch angetriggert von mir fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, negative Stimmungen und Schwankungen zu fühlen bei irgendwelche Videos, Posts, Schreiben, Kommentare, was auch immer. Ich sehe alles positiv. Ich sehe zurzeit wirklich vieles positiv und freue mich immer darauf, wenn Wünsche in Erfüllung gehen, nicht nur meine, sondern ich freue mich darüber, wenn andere Wünsche in Erfüllung gehen, deine zum Beispiel, eure oder meine. So könnte man das mal sagen. Das Nicht sollte ja man weglassen, das existiert ja nicht in dein Gehirnsystem irgendwie so, ne? Weil wenn du nämlich nicht auf Toilette musst, musst du nämlich gleich auf Toilette. Oder denk mal nicht an, denk mal nicht an Regen, Schnee, Quatsch, Schokolade. Denk mal nicht an Sahne. Dann denkst du an Sahne. Oder so. Aber ich habe immer das Beispiel, denk mal nicht, dass du auf Toilette musst. Dann musst du nämlich. Also, ich muss jetzt gerade nicht. War ja gerade. Nur mal das mal so wegzustecken. Dann habe ich recht viel Spaß, wieder neue Videos zu machen für euch. Es werden dann ein paar andere Videos geben. Also ich meine, nicht nur geben, sondern ich bin in einen Dankbarkeitsfluss und habe gerade ein paar Dankbarkeitsvideos gemacht. Die werde ich hochladen. Die werden nach und nach dann die nächsten Tage kommen. Dann bin ich ja bei so zwei Kooperationen. Die werde ich auch weiter beibehalten. Und dann mache ich einfach spontan irgendwas, was mir kommt, was ich für richtig und gut und wertschätzend von mir aus finde. Weil ich Spaß daran habe, euch erstens irgendwas zu berichten, euch zum Lachen zu bringen. Gerade irgendwie nicht zum Lachen vielleicht, weil das Video so ein ernstes Video ist. Aber vielleicht könnt ihr ja doch noch darüber lachen. Ansonsten, ja, was gibt es denn sonst noch Neues? Gibt es noch Neues von euch zu berichten? Erzählt auch einfach mal, wie es euch gerade so ergeht. Das freut mich sehr zu hören, zu lesen. Wie auch immer, ich bin ja stets mit euch irgendwie in Kontakt, so sehr ihr euch das auch wünscht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, YouTube, Instagram, Twitter und Facebook. Und der eine oder andere ist auch bei mir, mit mir in anderen Kontakt. Was natürlich auch sehr schön ist, denn ich lese natürlich alles und bin stets irgendwie, wie auch immer, für euch irgendwie da. Solange ich die Zeit habe. Nicht nur die Zeit, sondern auch wenn ich mal nicht antworte, meine Lieben, ich habe es gelesen und bekomme es natürlich auch mit. Aber so manche Sachen, da braucht man einfach gar nicht mehr zu antworten. Aber dafür antworte ich am liebsten gerne bei schönen, positiven Kommentare, Posts oder Nachrichten. Oder auch wenn euch mal so ist und ihr doch nur weinen müsst. Ich halte es aus und bin auch gerne dafür da.
wenn ihr euch gerne mal bei mir ausweihen möchtet, kein Problem, Leute. Das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen ein paar Mal gehabt. Und diese Menschen, die sich bei mir mal kurzerhand ausgeweint haben, weshalb auch immer, welche Themen da auch rumliegen in ihrem Leben, sie waren danach dankbar, weil ich, ja, ich habe irgendwas gemacht, ich weiß auch nicht mehr, doch, ich habe mich halt ausgetauscht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ihr dann auch dankbar seid, wenn, ja, wenn ich euch etwas helfen kann. Wie auch immer. Das ist nur meine Kommentare dazu. Alles andere, was ich zwischendurch lese und höre, wo ich dann denke, jeder seins, jeder seine Stimmung, jeder seine Wahrnehmung, jeder seine Aufnahme. Genau. So viel nochmal dazu, weil es ist ja auch noch sehr präsent. Nicht nur präsent, weil, ja, ihr seid ja alle so neugierig, Leute. Und wenn ihr so neugierig seid, dann schaut doch bitte schön erstmal das erste Video bis zum letzten Video auf diesem Kanal. Und ansonsten googelt mich mal. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, wer und was und wem ihr jetzt vor dem Bildschirm da seht und denkt, ja, der geht's ja schlecht, dann würde ich mir wünschen, nicht wünschen, sondern befasst euch bitte schön erstens vielleicht mal mit euch selbst oder fragt mich doch. Und dann kann ich euch gerne sagen, was an eure Stimmung gerade und eure Stimmlage vielleicht oder eure Wahrnehmung vielleicht etwas, ja, dass es vielleicht etwas sehr an euch liegt und weniger an mir. Ja, denn ich bin glücklich und habe viele Wünsche schon erfüllt und freue mich auf neue Wünsche, die in Erfüllung gehen, von meinen Wünschen natürlich. Und wenn ich sehe, dass der eine oder andere Wunsch von dir, euch, in Erfüllung geht, da freue ich mich natürlich mit, denn ich bin eine Gönnerin. Leute, ich gönne meinen Gegenüber erst was Schönes und dann gönne ich mir etwas Schönes. So sehe ich das. Denn es ist ein Geben und Nehmen, meine Lieben. Nur nochmal diese Information dazu. Ich gebe und nehme. Du gibst mir, was weiß ich, irgendwas Schönes. Die einen geben mir schönere Videos und Kommentare. Und das ist dann natürlich eine positive Resonanzaufnahme, Anziehungskraft und Freude für mich. Und die anderen, ja, da kann ich nicht mehr helfen, Leute. Helft euch selbst. Es gibt Selbstheilungskräfte in Körper, Geist und Seele. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, weil ihr noch auf euren eigenen Weg seid, dann tut mir leid. Irgendwann kommt ihr auch irgendwann an euren Weg an. Und den richtigen natürlich. Oder ihr bleibt auf dieser Strecke stehen oder geht weiter. Da wünsche ich euch auch viel Glück bei, diesen Weg dann weiterzugehen, den ihr gerade geht. Und wenn ihr auf Veränderungen und Neuerfindungen Lust habt und Freude dran habt, dann probiert es aus, macht es einfach, macht was draus und tut das, was ihr liebt, was euch anspricht, was ihr liebt, was ihr macht, was ihr wie auch immer. Und fangt an zu lachen, genießt die Sonne. Was soll ich denn noch dazu sagen? Ich mag mich, ich liebe mich so, wie ich bin und bin sehr stolz auf mein Leben. Erstens auf dieses Leben hier bin ich sehr stolz, 34 Jahre gelebt zu haben, sondern schon gelebt zu haben und weiterhin leben zu dürfen und zu können und diese Schönheiten zu erleben, diese wundervollen Schönheiten, die mir gerade so kommen und die ich sehe positiv, Leute, sehr positiv sogar, in ein Glücksgefühl, ja, dass ich gerade weniger ausstrahlen kann, weil ich irgendwie auch in dieser kleinen negativen Stimmung bin. Also es stimmt hier so gerade ein bisschen, schwimmt so diese Energie so rum, so. Da ist diese positive Stimmung, Leute. Diese wundervolle Stimmung von den Leuten, die auch auf diesem Weg sind, sich zu verändern, das zu tun, was sie können. Also, Entschuldigung, mir schläft gerade mein linkes Füßlein ein. Und dann gibt es hier noch die andere Stimmung, die geht gerade hier ein bisschen runter.
Und die macht mich natürlich auch munter, Leute. Ja, die macht mich total munter. Auch wenn ihr denkt jetzt, hallo, die hat nicht mal eine Tasse im Schrank. Natürlich, ich habe keine Tassen mehr im Schrank, habe schon ausgeräumt. Nur mal so zur Information. Aber das wissen ja nur die, die mich die ganze Zeit verfolgen, was hier wirklich Sache und mich zum Lachen bringt. Wie auch immer, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Ich werde jetzt Ostern sehr schön verbringen. Ich werde es auch gleich hochladen für morgen, dieses Video hier. Weil heute ist ja schon was anderes hochgeladen worden, oder? Oder ist egal. Ich schau mal, wie und wann ich das hier öffentlich mache. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt Schluss machen. Der Hund jault erstens und zweitens schläft jetzt nicht nur mein Fuß ein, sondern gleich das ganze Bein. Weil ich hier so rumsitze und ein bisschen zappel. Ja, 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 ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch wirklich nur gut gehen. Und ansonsten holt euch die positiven Videos, Facebook-Seiten oder was auch immer. Und auch diese positiven Menschen, die schon die ganze Zeit irgendwelche schönen Bilder posten und voller Glück das alles versprühen. Bitteschön, auf Wiedersehen. Ciao.